Ich habe gerade ein kurzes Memo von Mimi erhalten. Es lautet, ich habe versagt. Klebt dich sogar. Das ist der ganze Text. Hehehehe. Selbst die von mir verliehenen Kräfte haben also nicht ausgereicht. Die Helden aus dem lichten Prognostikon, Nachkommen dieses uralten Stammes, ihre Stärke wächst. Graf Knickwitz! Bitte, Graf, darf ich Ihnen auf die Glocke hauen? Bitte, bitte! Ich mach die Bande fertig. Die schreien danach und ihrer Mama. Oh, Glock, du glaubst also, dass du für eine Mission bereit bist? Dann bist du also mit dem Bericht über deine Unzulänglichkeiten fertig? Ja, ich bin schon fast fertig. Muss nur noch das Ende schreiben. Und 1000 Seiten sind auch kein Pappenstiel. Und Glock braucht auch mal eine Pause. Beruhige dich, O'Clock. Zeit für eine Pause. Diesmal entsendet der Graf Dementio. Komm zu mir, Graf Knickwitz. Und schon bin ich da, wie ein Windsturm bei einem Kindergartenpicknick. Hey, du würdest doch bestimmt gerne spielen, Dementio. Das lässt sich arrangieren, aber enttäusche mich nicht. Fertige diese Helden ab. Euer Wunsch ist mir Befehl. Zudem hört sich das auch nach einer spaßigen Sache an. Wenn sonst nichts mehr ist, mache ich mich auf den Weg. Ich empfehle mich, Graf. O'Clock, dein Bericht? Du erinnerst dich doch noch, oder? Bericht? Was zum... der Bericht? Und weg bin ich. Graf, darf ich euch kurz über das Aktuellste aus der Burg Bericht erstatten? Einige wenige wehren sich noch, aber das Problem haben wir bald im Griff. Diese Helden versuchen, diese erbärmlichen Welten zu retten. Aber ihre Versuche werden vergebens sein. Niemand kann Graf Knickwitz aufhalten. So wie auch niemand den Sturm in meinen leidenden Herzen ändern kann. Oh, meine Köpfe. Hey, wo bin ich? Oh. Ich erinnere mich, ich wollte die Prinzessin retten. Das habe ich wohl verpatzt und... Bist du wach, kleiner Mann? Ja, hallo, ihr Bösewichter, alles klar bei euch? Ja, uns geht es ganz gut. Gut, dass du unverletzt bist. Hatte angenommen, er wäre erledigt. Ja, komische Situation. Habt ihr die Prinzessin und Bowser gesehen? Leider nicht. Du bist der Einzige, den wir hiervon haben. Hoffe, es geht ihm gut. Bin interessiert schon, wie es dieser Prinzessin geht. Scheint, als wären die meisten Lakaien gefangen worden. Und wir sind auch bald dran. Wieso bleibt dieser Typ so ruhig? So, Luigi, alter Freund, was hältst du davon, hier die Fliege zu machen? Wir hatten gehofft, du könntest uns einen Fluchtweg öffnen. Und dann könnten wir fliehen, zusammen natürlich. No. Nein, ich kann... Und darf nicht. Ich muss die Prinzessin retten. Wow, das hätten wir nicht erwartet. Die Geschichten der kühnen Heldentaten. Wir dachten, du wärst der Verteidiger der Schwachen. Wir haben doch niemanden. Kühne Heldentaten, Verteidiger der Schwachen. Ich. Dann habe ich keine Wahl. Luigi zur Rettung. Meine Fans brauchen mich. Und ich brauche euch. Du bist der Beste. Das war einfach was für eine Hohlbirne. Wir sind dicht hinter dir. Mach uns auf den Staub, sobald es eng wird. Dann folgt mir, tapfere Gumbas, und los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Paper Mario, dem 10. genau zu sein. Los geht's. Gehen wir mal durch diese Tür hier. Zup. Und wir mal schauen, dass wir uns hier ebenso retten, wie Prinzessin Peach es geschafft hat. Gucken. Komme ich jetzt hier oben rein? Ach nee, hier oben ist glaube ich auch verschlossen. Lässt sich nicht öffnen. Wurde wohl von der anderen Seite verschlossen. Okay. Dann gehe ich Luigi die Treppen runterfallen. Ach, das Spiel ist so cool. Wow, was ist hier los? Diese Tür ist offen. Lass uns durchgehen. Klempner zuerst. Dich dabei zu haben, ist so ein Glück für uns. Mir wird gleich schlecht. Och, guck mal, sind die mies.
Ja, gehen wir einfach mal hier lang. Wir können ja auch nicht in die 3D-Ansicht gehen. Das kann ja nur Mario. Der Weg scheint irgendwie endlos. Ja. Boah, kann ja auch springen. Genau, Mario kann, Luigi kann sehr auch springen. Aber irgendwie scheint es hier endlos zu gehen. Großer Luigi, warte auf uns. Ha, das scheint eine Sackgasse zu sein. Mist, sieht so aus, als hättest du recht. Und was nun? Sollten wir nicht einen anderen Fluchtweg suchen? Dieser Typ ist so nutzlos. Bleiben wir hier. Wird uns auf jeden Fall jemand... Viva Knickwitz. Oh oh. Horst! Nein! Der Typ heißt Horst? Ich habe bereits überall nach dir gesucht. Du? Du bist doch der Typ, der bei der Hochzeit den Pausenclown spielen musste. Man sollte dich dafür disziplinieren. Fangen wir gleich damit an. Oh Mann, armer Horst. Okay, Zeit zum Aufgumba. Aufgeben. Hey Lady, habt ihr noch Platz in eurem Team? Wie bitte, was soll das denn? Ach, was sieht es denn aus, du Hirn? Ich schließe mich den Siegern an. Kluge Entscheidung, gefällt mir. Dann schwör dem Grafen mal schön deine Treue. Da bin ich dabei, Lady. Ole, ole, ole. Graf Knickwitz, ole. Du mieser Verräter. Okay, Leute, es wird Zeit. Haltet den Kerl fest und wir sind hier nur fertig. Jawohl. Oh, nein, Mario, bist du ewig. Oh. Komm spät. Ist etwas geschehen? Vater hat mich erwischt. Es war danach nicht einfach, mich hinauszustehlen. Ich hatte Angst. Du würdest nicht kommen. Du bist schon rätselhaft. Du weißt, wer ich bin und hast doch keine Angst. Das ist nicht wichtig. Ich wollte dich nur sehen. Ist das falsch? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich ja auch sehen. Lumiere, mach es dir etwas aus, wenn ich mich neben dich sitze? Sicher nicht, Timpani. Ich möchte mehr über dich erfahren. Oh, willkommen zurück, werte Freunde. Wie war die Reise? Habt ihr Merli und das reine Herz gefunden? Ja, das haben wir in der Tat. Merli sagte, wir bräuchten 4 Helden, um die Welten zu retten. Ja, das hat Merli gesagt. Oh, tatsächlich. Es gibt mehr als einen Helden. Und wenn Mario und Peach 2 der Helden sind, dann fehlen uns noch 2. Seht, dort. Die Leere ist gewachsen. Ich fürchte, meine werten Freunde, dass uns die Zeit davon läuft. Ich vertiefe mich wieder ins Licht der Prognostikon. Ihr sucht die nächste Herzsäule. Aber erst will ich euch mitteilen, was ich in eurer Abwesenheit entdeckt habe. Einer allein wird entscheiden, welches Prognostikon recht behalten wird. Beide Bücher nennen ihn den grünen Mann, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich werde mich diesem Rätsel weiter widmen. Okay, gut. Dann werden wir jetzt mal die Herzsäule suchen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo sie ist. Ah, das finden wir schon zusammen raus. Ja, Mann, mit 3D-Ansicht. Schauen wir mal, ob wir hier irgendetwas entdecken. Mal gucken.
Also da hinten ist er bestimmt nicht. Da haben wir ja das andere Herz hingepackt. Wen haben wir denn jetzt zu... Wen haben wir jetzt bekommen? Platte haben wir bekommen. Dann müssen wir bestimmt irgendwo in den Spalt rein. Ja, dann fahren wir einfach mal mit dem Aufzug nach unten. Mal zwischenspeichern, auch nicht schlecht. Möchte ich zwischenspeichern? Na klar. Speichervorgang bitte betätige nicht den Powerschalter. Gut. Fahren wir mal weiter runter. Gut. Was ist das? Gehen wir mal in 3D hier mal alles ab. Könnte man vielleicht... Da kann man was tun. Hier, und zwar hier nehmen wir einfach mal Kavumso. Zick. Kavumso an sich kann uns ja nichts tun. Ein Geheimnis gefunden. Jups. Achso, das war jetzt nicht richtig, glaube ich. Saki! Ah ja. Hey Oma, wie kann ich ein so langes Spiel haben wie du? Das ist einfach, mein Schatz. Früh ins Bett und früh aufstehen. Perfekt, ich schlafe schon mittags in der Schule ein. Was haben wir denn hier? Wer bist du denn? Du riechst nach Merlis Villa, warst du dort? Auch ich, Hieronikus, war einst wie ein Zugvogel ständig auf Wanderschaft. Aber ich hatte genug davon. Ich will dich nicht langweilen. Wenn du magst, kannst du mich gern wieder besuchen. Ah ja, und sonst hast du nichts, ne? Okay, wieder raus. Aber ich glaube, wir sind hier schon mal auf dem richtigen Wege. Was haben wir denn hier? Hallo, willkommen in meinem Laden, lebe den Traum. Meine Karten erzählen kleine Geschichten und passen in jede Tasche. Bist du das erste Mal hier? Also dann, heute im Angebot sind Kartentaschen und Fangkarten. In einer Kartentasche findest du eine einzelne Fangkarte. Du weißt vor dem Kauf nicht, welche Karte du bekommst. Also spannend. Und Fangkarten kannst du gegen deine Karten verwandeln. Mach deine eigenen Karten. Aber du kannst sie nur einmal einsetzen und manche Gegner sind zu stark dafür. Falls du Karten hast, die du nicht brauchst, kannst du sie mir verkaufen. Diese Waren biete ich frei, verehrter potenzieller Kunde. Soll ich das nochmal erklären? Ach nee, bitte nicht. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Wir kaufen mal eine Kartentasche. Geheimnisvolle Kartentasche, was mag hier erinnert sein? Wähle eine Tasche. Okay. Nimm einfach mal eine für 10. Das macht 10 Münzen. Na gut. In der Tasche war Superstürmer. Nimm die Karte, sie ist da. Ja klar, dann nehmen wir noch eine. Eine kleine Überraschungstüte. Tüte Suseldusel, nimm die Karte, sie ist dein. Och nö, reicht das mal. Dankeschön, tschüss. 8 Blöcke, jede Farbe einmal. Okay. Okay. Hier gibt's jetzt aber auch nichts. Jups. Ah, hier muss es doch irgendwo angegeben. Jupp. Ah, es geht weiter nach unten. Na, schauen wir doch mal. Ding. Aha. Können wir hier rein? Ah, hier können wir tauchen. Jup, 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 jup. Jup, 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 jup. Komm schon. Was hast du? Grüße, dein Name ist Flim, freiberuflicher Händler mit Lizenz natürlich. Verkaufen, alles an jeden. Jetzt mein Slogan geschützt, versteht sich. Ich verkaufe Kram, der ist so schwer zu finden, nicht mal... Ich finde ihn richtig gehört. Also, seh dich um und kaufe. Was hat er denn? Donnerzaun, Sternwind. Steinblock. Eine Karte. Ach, nehmen wir doch mal.
Steinblockkarte, original gute Alten für nur 68 Münzen. Na klar. Wo ist eigentlich Mario? Ach, der steht genau dahinter. Das war ein super Kauf. Du wirst zufrieden sein. Er ist mehr als zufrieden. Nun, mein Angebot ändert sich ständig. Bleib also auf dem Laufenden. Was ist das? Ein Mini-Haus. Ich denke mal dazu später mehr. Gut. Na komm schon. Ab. Das ist ein Café. Ah, herrlich. Milch pur. So, nur so trinkt man Milch. Komm rein, ruh dich aus. Dies ist der Getränkeladen hier unten genannt, unten drunten. Ich bin der Besitzer dieses netten Ladens. Mein Name lautet Kellner. Ach ja, willkommen und all das. Immer in meinem Job höre ich allen möglichen Klatsch. Selbst solchen, den ich gar nicht hören will. Aber wer weiß, vielleicht ist der Klatsch ja für jemanden wichtig. Vielleicht ja sogar für dich? Ja, wenn du irgendwann mal quatschen willst, du weißt, wo du mich findest. Für ein paar Münzen erzähle ich dir interessante Geschichten, kein Scherz. Och nö. Gehen wir mal in 3D. Aha, hier ist eine Röhre. Ah ja, meine Spielhölle. Okay. Werden wir uns jetzt doch nicht drum kümmern, das machen wir dann auch später. Jetzt suchen wir ja erstmal die Herzsäule. Sie muss ja irgendwo sein. Aber gut versteckt die Säule. Sehr gut versteckt. Von wegen der Milchbar. So. Hier geht's weiter runter. Oh, sind wir gespannt. Okay. Verstehe, hier brauchen wir Luigi für. Möchtest du das Spiel speichern? Na klar. Machen wir einfach mal. Ja, wo könnte das denn jetzt sein? Gute Frage. Ich würde einfach mal sagen, ich guck weiter. Hier wollen wir ja auch schon dran. Nee, noch nicht. Dieser Stil ist das, was die Leute innen nennen. C'est formidable. Ich werde nun für meine nächste Kreation verwenden. Aui. Ich brauche noch mehr Ideen für die perfekte Bild. Okay. Gut, liebe Freunde, kurzer Schnitt. Ich will nur mal eben mal mich mal ein bisschen schlau machen, wo es weitergeht, bevor wir jetzt hier ewig herumrennen. Bis gleich. Hallo, liebe Freunde, zurück. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und ich glaube jetzt zu wissen, wo wir lang müssen. Ach, wir sind dran vorbeigelaufen. Wir müssen jetzt mal wieder nach oben. Jup, jup. Ja, wir müssen wieder hier nach draußen, wo diese Säulen waren. Also war ich doch fast richtig. So. Okay. Gucken wir mal. Genau. Man soll sich irgendwo fallen lassen. Hier. Gehen wir hier rein.
Ah, hier kann man rein. Cool. Eine mehr Lieblichkarte. Und eine Merlon-Karte. Cool, kann man gebrauchen. Mehr ist hier nicht. Jupp. Gut, dann nehmen wir mal das andere Loch, wenn es was gibt. Gut, gut. Renn hier. Ne, das geht nicht. Aber wir haben doch jetzt Kavum so. Bam! Damit können wir diese Steine hier wegsmashen. Wir kommen jetzt in diese Röhre rein. Ja, ich glaube, wir kommen der Sache ziemlich nah. Zack. Nanu! Weg mit dir! Oh, was haben wir da? Eine Backmischung, ein süßer Mix, der 5 KP und Vergiftung halt. Na? Den Kopf gedotzt. Komischer Block. Ah. Hier brauchen wir jetzt Platte. Koko. Jupp. Und, na komm schon. Und, na, gehst du wohl. Sehr schön. Da ist die Säule. Na, wenn das mal nichts ist. Das ist sehr gut. Wir kommen ins dritte Kapitel. Zup. Ups. Jupp. Jupp. Dann gehen wir aber nochmal hier in diese Räume hier rein. Guck mal, was da so schön ist. Hm, dann haben wir schon mal hier unten sein. Okay, noch ein paar Gegner. Nein. Ha, bin ich viel stärker geworden. Okay, ein paar Blöcke. Was hat das zu bedeuten? Okay. Dann müssten wir da irgendwie rüberfliegen oder kommen. Aber ich denke mal dazu später mehr. Na. Sollen wir nochmal zum Merlon gehen? Einen kleinen Spatz mit ihm machen. Wir müssen ja gleich da sein. Da. Steht hier nochmal. Hey, du kommst nicht weiter, versuch es mit rein. Ja, schon gemerkt. Den ganzen Weg erstmal wieder zurücklaufen. Ne? Kein Problem. Wir sind ja gleich bei Merlon. Mal gucken, was der alte Mann noch zu sagen hat. Zack. Die vier Helden und der grüne Mann. Rätsel über Rätsel. Ich lese weiter im lichten Prognostikon und ihr sucht das nächste reine Herz. Ja, das ist doch mal eine Aussage, oder? Gut. Möchte das Spiel speichern? Machen wir. Speichervorgang. Bitte betätige nicht den Powerschalter. Speichervorgang beendet. Gut, liebe Freunde. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dieser Part war ja nicht ganz so actiongeladen. Aber ich hoffe, es war trotzdem sehr interessant. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Bis dann. Ciao.